Zum ersten Mal in diesem Jahr hat die Gemeinde Hohe Börde zu einem Unternehmerfrühstück eingeladen. Das Thema ist so aktuell wie nur möglich, denn soweit ist schon klar, dass in sehr naher Zukunft durch die Gemeinde eine neue Hochspannungsleitung gebaut werden muss. Die eingeladenen Experten erklären die Ausgangslage. Seit dem Beschluss, aus der Atomenergie auszusteigen, ist folgende Sachlage klar. Die Idee der Energiewende ist grundsätzlich der Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwar da, wo er am günstigsten genutzt werden kann. Das ist im Norden der Ausbau der Windkraft, das ist im Süden der Ausbau der Photovoltaik. Und die großen Mengen an Windstrom, die im Norden anfallen, müssen zu den Verbrauchszentren gebracht werden. Die liegen unter anderem und vor allem im Süden Deutschlands, da wo in den nächsten Jahren die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Also müssen neue Leitungen gebaut werden, die den Strom in den Süden bringen. Also grundsätzlich haben wir bei der Bundesnetzagentur zwei neue Anfangs- und Endpunkte für die Gleichstromleitung, die östliche Gleichstromverbindung, eingereicht. Und wir warten derzeit auf die Bestätigung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit dieser Leitung. Schaut man sich die Karte der 5 neuen Länder an, dann sind das die bestehenden Leitungsnetze. Seit 1976 ist das Umspannwerk in Wolmirstedt ein wichtiger Knotenpunkt. Die bestehenden Leitungen werden aufgerüstet und ertüchtigt, aber westlich von Magdeburg wird eine neue Leitung in Richtung Süden gebaut. Und die führt, so der Plan, in etwa hier durch. Genaueres können die Experten noch nicht sagen, denn das Überprüfungs- und Genehmigungsverfahren steht erst am Anfang. Doch die offensichtliche wirtschaftliche Notwendigkeit wird durch die bayerische Landesregierung zurzeit anders kommuniziert. In den letzten Tagen hat sich Ministerpräsident Seehofer wiederholt gegen zusätzliche Hochspannungsleitungen ausgesprochen. Auch der Experte sieht das widersprüchlich. In Bayern wird eine Diskussion geführt über den Bedarf an neuen Leitungen. Es wurde ein breiter Energiedialog geführt. Der Energiedialog ist abgeschlossen. Man sieht die Notwendigkeit für eine sichere Stromversorgung auch in der Zukunft. Wie diese Stromversorgung passieren soll, das hängt sicherlich auch von Entscheidungen auf Bundesebene ab, die in den nächsten Monaten getroffen werden. Doch der Strom aus dem Norden muss in den Süden, wenn die Energiewende weiterhin verfolgt werden soll. Dabei ist der politisch motivierte Widerstand das eine. Unter den Bürgern gibt es große Sorgen, wie sich die Werthaltigkeit ihrer Grundstücke entwickelt, wenn in der Nähe eine Hochspannungsleitung vorbeiführt. Von Ängsten um die Gesundheit ganz zu schweigen. Lässt sich schwer erklären. Wie kann man das umschreiben? Am besten lässt sich damit umschreiben, wie ich es vorhin schon sagte, dass wir 40 Jahre lang einen statischen Zustand hatten. Die Menschen haben mit dem, was mal vor 40 Jahren errichtet wurde, gelebt. Sie haben das akzeptiert und jetzt versucht man, aus der Versenkung zu kommen, was Neues zu errichten. Und jetzt hinterfragt man natürlich, was ist das Neues? Strom kann man nicht anfassen, Strom sieht man nicht. Strom hört man bedingt, nur die Auswirkungen, das leichte Knistern, hört man nicht. Und natürlich gibt es viele wissenschaftliche Betrachtungen, wo man die magnetischen und die elektrischen Felder betrachtet. Man muss jetzt aufpassen, dass man die Menschen nicht unmittelbar wirre macht, sondern wirklich richtig aufklärt und nicht Begriffe in die Landschaft setzt, womit man die Menschen verunsichert. Denn wir errichten und betreiben ja Anlagen, die eine Gesundheitsgefährdung am Ende ausschließen. Das ist der erste Grundsatz, mit dem wir am Ende unterwegs sind. Der Experte hat also Verständnis für die nebulösen Ängste. Aber ob man den Beteuerungen glaubt oder nicht, ist Vertrauenssache. Dass die Gemeinde so offensiv mit dem Problem umgeht und schon jetzt aktiv den Kontakt zu den Verantwortlichen sucht, ist in diesem Sinn vertrauensbildend. Dieses Thema ist natürlich dazu geeignet, großpolitisch und weltpolitisch zu argumentieren. Dazu sind wir gar nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen. Natürlich hat jeder seine Meinung dazu. Aber aus Sicht der Gemeinde ist natürlich wichtig, auch zu wissen, wo kommen die Leitungen lang, wo tangieren sie uns. Und insofern war das natürlich ein erster Schritt, aber da sind noch weitere Schritte notwendig, um zu wissen, was kommt. Kommen wird ein langwieriges Verfahren, bevor die ersten Masten aufgestellt werden können.
Aber alle Beteiligten haben immer wieder betont, es wird nichts ohne Bürgerbeteiligung entschieden. So ein Verfahren unterliegt klaren Rechtsvorschriften und nur wer sich von Anfang an richtig informiert, ist in der Lage, seine Meinung mit einzubringen.